eigenen Familie umgehe, so werde ich auch dann mit der Berichterstattung umgehen. Mathe-Gema, nur das ist das feinste Textil, selbst das Tennisröckchen und die... Unser heutiger Gast, meine Damen und Herren, ist für viele die nackte Kanone der deutschen Unternehmer. Und den Mann kennen Sie bestimmt alle. Ein Kaufmann, der nicht jammert. Trigema-Chef. Den Trigema-Chef. Dem König von Bola-Dingen. Deutschlands größter T-Shirt-Produzent. Er gilt als Ehrenmann. Eigenwillig, exzentrisch, erfolgreich. Einer der interessantesten deutschen Unternehmer. Den Godfather of Textil. Wolfgang Grupp. Wolfgang Grupp. Wolfgang Grupp. Wolfgang Grupp. Wolfgang Grupp. Was sagt der Inhaber Herr Grupp dazu? Sagen Sie mir mal einen Textilproduzenten, der im Ausland produziert heute und der dem es besser geht. Sie waren gestandene Millionäre. Ich kenne aber keinen einzigen, der reicher geworden ist, seit er die angeblich billigen Arbeitsplätze im Ausland nutzt. Aber ich kenne viele, die ärmer geworden sind. Das darf nicht sein. Wir müssen die Verantwortung zurückkriegen. Deshalb verlange ich die Haftung für diejenigen, die die Entscheidung fällen. Jetzt haben Sie schon sehr viel auf einmal gesagt. Ich würde es gerne an zwei Punkten noch mal konkretisieren, weil Sie sagen, Donald Trump ist für Sie kein Vorbild, habe ich es jetzt mal ums Samstag. Donald Trump hat eine Milliardenpleite hingelegt. Und wenn selbst Minister, sage ich ganz offen, sich abseilen von ihren Positionen in höhere Positionen und einen VfB mit 30 Millionen Schulden hinterlassen und gleichzeitig Darlehen in Spesenersatz, obwohl sie ehrenhalber sowas machen, ummünzen, dann muss ich sagen, wo ist hier unsere ehrenwerte Vorbilder unserer Gesellschaft? Und solange die fehlen... Schlüpferchen, nur von Trigema. Sein 13-jähriger Sohn Wolfgang Junior würde gern Trigema-Chef werden. Ja, wenn es bis dorthin noch möglich ist. Das war schon immer mein Traum, seit ich jung war. Und das würde ich dann auch machen. Und er hat uns gezeigt, dass es eben auch schön sein kann. Bei Trigema zu arbeiten, wenn man über 37 Jahre hier ist, und jeden Tag gerne reinkommen, dann ist die Frage überflüssig. Gut, mein Mann war immer interessant. Also er war immer anders und er war immer interessant. Und es hat sich immer ein zweiter Blick drauf gelohnt. Würde ich sagen, ein Vollblutunternehmer. Es ist ein großes Teil seines Lebens. Es hat ihn die letzten 50 Jahre begleitet und wird ihn auch in Zukunft begleiten. Und ich denke, er hat uns als Vater, mein Bruder und mir natürlich, auch immer so ein bisschen davon mitgegeben. Wir sind da ein Team und machen das alle zusammen. Und er hat immer noch die Hand drüber und ist auch schön so, weil dann haben wir immer ein Sicherheitsnetz hinten dran. Ein Mann, der sich verantwortlich fühlt und sich kümmert um sein Unternehmen, seine Familie, seine Mitarbeiter. Also das muss Ihnen erstmal einer nachmachen. Von daher Chapeau von meiner Seite aus. Und ich weiß, dass ich ohne meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das, was ich getan habe, nie hätte vollbringen können, wenn nicht alle Mitarbeiter gemeinsam das mit mir getan hätten. Einfach nur Trigema, hatte mit 12 noch kein Einzel. Gab es so den schönsten Tag Ihres Lebens? Ich war 46 Jahre Junggeselle und dann habe ich meine Frau zum Traueraltar geführt. Und ich würde mal sagen, das war sicherlich mein schönster Tag. Mein bester Freund, würde ich sagen, ist wahrscheinlich oder ist auch meine Frau, weil sie begleitet mich tagtäglich und wir zusammen sind nicht nur ein Ehepaar, sondern auch vielleicht die besten Freunde. Wenn Sie mich nach der größten Angst fragen in meinem Leben, dann war es vielleicht die Geburt meiner Tochter. Sie hatte 960 Gramm, als sie auf die Welt kam, war gesund im Prinzip, aber sie war eben zu früh gekommen. Und es tut mir manchmal etwas leid, wenn ich sehe, dass die Familie vielleicht nicht mehr die Position in unserer Gesellschaft hat, die sie an für sich haben müsste. Denn gerade wenn ich von meinem Betrieb spreche, dann haben wir eine ganz große Betriebsfamilie, wo wir alle für uns da sind. Wenn du einmal
die vergangene Zeit Revue passieren lässt, so musst du sagen, du hast alles erreicht, was nur möglich war. Dein Erfolg war groß.